Willkommen hier zu unserer F1 23 My Team Karriere. Wir sind heute wieder mit Audi unterwegs und es geht nach Monza in den Königlichen Park mit unserem Auto. Ich habe ein bisschen Angst, denn hier, ja, gerade auf Schwierigkeit 94 könnte es ziemlich problematisch werden. Unser Auto ist jetzt nicht das unbedingt schnellste. Trotzdem werde ich mir immer alles geben, um hier das Maximum rauszuholen. Punkte sind das Ziel und ich glaube, ja, alles andere ist Glück. 5,7 Kilometer, 11 Kurven und ja, zwar die es zu nicht machen, es hier eigentlich einfach zu überholen aus dieser unfassbar schnellen Strecke. Und ja, ich freue mich immer wieder. Monza ist sehr geil. Und jetzt geht es mal ins Qualifying rein, das hoffentlich halbwegs okay für uns verlaufen wird. Ja, abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst doch unbedingt gerne einen Daumen rum. Dann schaut auch gerne auf Social Media vorbei: Instagram, iTunes-Gaming und auch gerne auf It's-Tobi auf TikTok. Macht die 13k voll, falls ihr Bock habt. Folgt gerne auch dorthin. Jetzt geht's los, ab erste Kurve, der wichtigste und härteste Bremspunkt der Strecke. Und die schaffen wir ziemlich clean beim Rausbeschleunigen. Ein bisschen, ja, quer gestanden. Trotzdem würde ich sagen, ist alles noch im Lot. Wir kommen hier gut raus und können hier mit dem vierten Platz aktuell, ja, eigentlich komplett zufrieden sein. Jetzt geht's dann hier in die Kurve. Die ist echt schwierig. Und ich wirklich lege alles rein, aber der Exit war jetzt eher semi-gut. Ich bin da ein bisschen zu weit gegangen, musste da früher bremsen und das war jetzt eher semi-gut. Erste Lesung haben wir sehr gut überstanden, die zweite ist natürlich viel wichtiger. Gut, viel Schwung mit rausgenommen aus der zweiten, trotzdem ist es nur der 12. Platz aktuell. Hier schaffen wir wirklich einen Topspeed von bis zu 358 und ich muss sagen, das ist echt toll für die erste Season. Also ich male mir da echt große Hoffnungen aus. Das ist die 13. Ja, der 13. Startplatz. Ja, ich glaube, viel besser wird es nicht werden. Trotzdem muss ich sagen, hat sich die Runde wesentlich besser angefühlt, als sie hier eigentlich ja dann am Ende am zweiten Tableau ja irgendwie repräsentiert wird. Wir kommen ja auch aufs 13. jetzt schlussendlich hin. Gucken wir uns mal die restliche Startausstellung an. So. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Sergio Perez startet heute vom ersten Platz. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Leclerc, Russell, Verstappen, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Hülkenberg, der Wissenschaftler, Magnussen, Tsunoda, Doohan, Bottas, Joe, De Vries, Stroll, Albon und Logan Sargeant. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. So, der Lang, willkommen hier in der Startaufstellung. Wir dürfen die Mühle gründen. Ich muss sagen, seit dem ersten Martin Ferrari vor... wir kommen besser weg als Oscar Piastri und der hat mich ausqualifiziert hier in Monza. Also natürlich gut für ihn, sehr gut für sein Selbstvertrauen. Und ich glaube, das könnte noch ein, zwei Rennen weitergehen. Der ist echt sehr stark, aber auch das Auto hier, glaube ich, ist besser als mit einem Endergebnis. Ja, Mann, das Zeug. Ja, wo soll ich denn hin? Das ist wirklich eine enge erste Kurve. Und da muss doch, ja, es gibt die Verwarnung, aber ich meine, ich kann auch nicht anders. Die sind eine Mauer und ich will halt auch nicht aufgefressen werden. Apropos Mauer, da können wir, ja, da müssen wir auch wieder ein bisschen früher auf die Bremse. Und ich glaube, oh, ja, da kommt es zur Berührung. Es ist so eng hier, gerade diese Kurve hier, die ist wirklich unfassbar eng. Und ja, das sieht jetzt auch das Game. Deswegen gibt es auch Gott sei Dank keine Verwarnung, noch eine zweite Verwarnung. Und wir sind eigentlich auf dem Optimum. Eigentlich auf dem Optimum. Ich muss sagen, es wären tolle 6 Punkte. Nur ich traue dem Braten noch nicht ganz. Nach vorne hin wird es eigentlich so gut wie gegessen sein, doch Norris und Alonso, die werden mir hier schon noch ein paar Sorgen bereiten, denn beide sind extrem gute Fahrer und vor allem ist das Auto natürlich um Welten schneller als unseres. Mal gucken, jetzt können wir hier mal aus der Kurve raus, das ist eigentlich immer wichtig und da hole ich wirklich den nötigen Schwung raus, dass wir hier gerade noch so vorne bleiben, nur als Parabolika, da komme ich nicht so... ja, hundertprozentig perfekt raus und dann können halt die anderen auch das DRS benutzen und jetzt wird schwierig. Beide McLaren drücken ja nicht, halt meine Linie und so ist zwar Alonso und Norris vorbeigegangen, konnte aber ohne DRS-Hilfe noch nicht ganz an uns vorbeigehen. Jetzt sticht er hier zwar rein, ja, das merke ich auch sehr spät, lasse ich aber doch den Platz offen und da vorne kommt es ein bisschen zum Fünferkampf. Verstappen, Sainz, aber auch
ja, Leclerc, glaube ich, ist auch noch dabei. Und es ist generell da vorne sehr, sehr eng, dieses ganze Getummel. Ich habe da ein bisschen der Hoffnung, dass wir davon profitieren können. Leclerc hält alle ein bisschen auf, weil er gegen Russell kämpft. Und ja, natürlich, Perez und auch Hamilton, die lachen sich in Fäustchen, denn guck dich mal den Abstand an, das sind bestimmt schon 3-4 Sekunden. Und jetzt, ja, müssen wir draufhalten. Durch, jetzt geht's mal in die Start-Replay. Und ja, der Start war toll, oh mein Gott, Perez, der ist gestanden beim Start. Der war ja richtig grottig, aber auch mein Teamkollege Oscar, der ist echt gestanden. Wir fahren die Traktionskontrolle mittel, falls ihr das noch nicht wisst und auch auf Schwierigkeit 94. Ja, es war eng, die erste Kurve, da habe ich, ja, da kommt es aber richtig zur Berührung zwischen, ja, und ich wollte auch rausscheren, nur ich wusste halt, wenn ich da ganz links rausfahre, da ist kein Grip, dann wollte ich rechts vorbei, ist nicht gegangen und dann habe ich irgendwie, ja, nur abgewartet hier, dass wir dann irgendwie drankommen, vorbeikommen und konnten uns dann immerhin den guten Lando schnappen, der hier hart über den Körb gebrettert ist, ja, daraufhin musste ich auch hier hart über den Körb brettern und es ist gerade noch so ausgegangen, dass es da ja auch Gott sei Dank nicht zu irgendeiner dummen Berührung gehabt. Jetzt sind wir hier drin, wir konnten aus dieser Kurve raus tatsächlich Verstappen und ja, Leclerc catchen, doch Leclerc ist schon wieder vorbei und auch Verstappen ist wieder vorbei. Jetzt hängen wir uns im Windschatten dran und ich glaube, das könnte, Alter, wenn wir das DS auf drin sind, wir genauso schnell wie der Red Bull auf der Geraden. Das ist ein Game Changer und jetzt hier irgendwie durch, ja, da kann ich nicht, das kann ich nicht, oh mein Gott, Leute, es ist so eng und ja, guckt euch links an. Es ist ein Wahnsinn, wie es hier abgeht. Ich gehöre natürlich nicht hier vorne her und ich ärgere ein bisschen so die Konkurrenz oder halt die Top-Teams trotzdem. Es ist ein Wahnsinn, wie eng das hier zur Sache. Es war natürlich ein guter Coup, dass wir hier an Verstappen und Leclerc vorbeigegangen sind. Auch wenn wir es nicht schaffen, die zu halten, können wir trotzdem natürlich eine große Hoffnung haben, noch mehr Punkte zu holen als bei unserem alten Platz. Ich weiß natürlich, dass das jetzt auch dumm ist, dass ich hier ein bisschen mich gegen Verstappen oder auch gegen Leclerc, generell gegen Teams aufstelle, die jetzt nicht so, ja, meinem Leistungsniveau entsprechen. Trotzdem, ja, werden wir hier wieder leicht zum Ziel, ah, werden wir nicht zum Zugführer. Ja, und jetzt ist es ganz, ganz knapp. Oh mein Gott, hier kommt rechts Verstappen. Er konnte, ich wollte abdecken, aber ich war da viel zu spät dran. Und dahinter kommt ein Ferrari und auch der gute Fernando. Den können wir aber hier noch gerade so abspeisen. Dafür sticht innen Leclerc durch. Wir kommen hier, yo, geil, das war hart, knapp, aber ich würde sagen, noch alles in, ja, in der Bahn drin. Da übernehmen wir gerade noch so einen fünften Platz, es werden aber trotzdem harte 15 Runden werden, denn auf dieser Strecke ist wirklich so schwierig zu fahren. Zwei DS-Zonen und gerade die auf Start und Ziel, die ist halt unfassbar schwierig. Ich bin halt wirklich froh, dass es nach Ascari keine DS-Zone gibt, also das wäre wirklich meine Beerdigung. Ich wäre da so hardcore am, ja, obwohl, wäre auch nicht schlecht, denn man könnte ja bei Ascari hin überholen. Hier decken wir mal den guten Verstappen ab und ja, man könnte ja zu Ascari hin überholen und sich dann das oder überholt werden und sich dann das DS für Start und Ziel catchen. Wäre auch eine Lösung. Boah, guckt euch mal, wie Verstappen hier angeschossen kommt. Wir bleiben hier unserer Linie treu, Verstappen wird ganz breit im Rückspiegel, doch es reicht noch nicht für einen Angriff von ihnen. Ich glaube, auf Start und Ziel, da sind wir einfach schwächer. Wir kommen schwächer als der Paraboliker hier raus. Jetzt bin ich nicht mehr so dumm, deckt ein bisschen mehr rechts ab, da kann jetzt auch nicht vorbei. Trotzdem kommt der da angeschossen, aber mit so einer Pace. Ich meine, wir schaffen auch 340 knapp, aber ja, müssen auch hier aufpassen. Jetzt gehen wir hier rein. Und da können wir gerade, oh, du Dreierfight in Turn 1. Nächste Runde, nächster Versuch. Max zieht hier wieder rein. Und wir verlieren aber auch nicht ordentlich viel Zeit. Ich meine, wir kämpfen zwar ja jede, okay, da gibt es jetzt die Berührung. Und da kommen wieder 3-4 Leute auf einmal aus Turn 1 raus. Und ja, wie gesagt, es ist schwierig. Wir verlieren kaum Zeit zu den Vorderleuten. Jetzt waren es 4/10 in Turn 1. Also das ist wirklich kaum Zeit, die man hier stark verliert und trotzdem kommen wir hier gut weg. Also gelbe Flagge, da ist wohl ein kleiner Stau. Komm, Safety Car. Das wäre natürlich die No way, Leute. Es kommt Safety Car. Wir haben hier das Glück des Todes. Es ist wirklich so ein Glück. Es gab anscheinend einen Stau in Turn 1 oder einen Wegdreh oder so. Ich habe dann auch gehofft, eventuell Red Flag oder so, aber ja, das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen weit hergeholt. Da ist nichts passiert.
Es gibt trotzdem Safety Car. Es ist so wichtig. Es werden natürlich alle reinkommen und hier ist es natürlich auch wichtig, welche Reifen wir nehmen. Ich habe zuerst überlegt, die weißen Reifen, dann dachte ich mir, oh, die gelben und dann eventuell wieder die weißen. Und das ist halt wirklich verdammt schwierig, denn nehme ich die weißen, muss ich vermutlich auch bis zum Schluss fighten ohne Ende. Nehme ich die gelben, werde ich nicht durchkommen und so entschied ich mich dann doch, ja, jawohl, leider wieder für die weißen. Es ist aktuell leider die beste Alternativreifenmischung, wenn man ja nach 6 Runden, wobei jetzt, wenn ich so jetzt nachdenke, denke ich mir ehrlich gesagt, die Gelben hätten es, glaube ich, besser gemacht, also die Gelben hätten einen besseren Job gegeben. Da klemmt es rechts ein bisschen, trotzdem kommen wir vor Verstappen raus, das ist so wichtig und wir sind doch die einzigen, die da vorne in diesen, ja, Grätzl die weißen Reifen drauf haben. Ist natürlich jetzt eher semi-gut, ich wärme hier direkt mal auf. Ich wärme direkt mal auf, weil ich weiß, die weißen Reifen, die werden ein richtiger Nachteil werden. Gerade die ersten 4-5 Runden nach dem Safety Car werden wir so viel fighten müssen. Eventuell haben wir am Ende die besseren Reifen, aber bis dahin wird es echt schwierig werden. Und so gesagt, getan, Restart, let's go. Ich lasse mich zurückfallen und drücke jetzt hier an. Es ist zwar noch gelb, aber Ching, jetzt, warum ist es hier immer noch gelb, Mann? Jetzt war es dann weg, gelb, und genau in dem Moment war ich aber anscheinend schon vorbei und musste hier Sainz den Platz zurückgeben. Und das hilft jetzt alles nichts mehr. Ja, da werde ich sogar noch abgedrängt. Und ja, das ist halt echt blöd gelaufen hier. Dieser Restart hätte so gut werden können. Ich hätte noch an Sainz vorbeikommen können. Und so, jetzt Perez vor mir, der ist aber auch auf Weiß gegangen. Und ja, jetzt ist es halt wirklich schwierig hier. Perez wird abgedrängt von, ja, abgedrängt, ich meine, Sainzi nutzt halt einfach seine Position als der Vorderfahrende und ist ihn da richtig vor die Nase gefahren. Hilft alles nichts, das konnte uns nicht viel helfen, es gibt noch kein DRS und uns drückt Leclerc an. Der will natürlich mehr hier, der will in Monza gewinnen, der will wenigstens aufs Podium, die Tifosi haben es verdient. Hier ist aber sein Auto ein bisschen zu langsam, weil wir auch den Windschatten von Perez nutzen können noch. Es wird aber nicht mehr lang dauern, wir sind schon aus dem DRS-Fenster draußen, diese weißen Reifen sind kacke und ich habe wieder mal eine dumme Entscheidung getroffen hier. Guckt euch das mal an, der Norris, jetzt müssen wir aber auch auf die Ideallinie zurück, da kann ich nicht länger abdecken und yo, down goes Leclerc, habt ihr das gesehen? Der hat sich hardcore vertan in der Parabolica und vor uns kämpfen immer noch meine zwei Lieblingskandidaten mit einem Quersteher heraus, das war natürlich jetzt eher semi-gut. Aber Sainz und Perez, die kämpfen. Es geht um das Podium hier. Wir sind direkt, wir blicken ein bisschen von dem hinteren Bänken auf die hin. DS gibt es leider wegen 13. nicht. Trotzdem muss ich sagen, wir fahren hier aktuell echt ein tolles Rennen. Es ist unfassbar schwierig, aber es macht so viel Spaß. Denn wir haben wirklich ein Auto, das gerade auf den Geraden teilweise unfassbar schnell werden kann, wenn wir im Windschatten sind und so weiter. Und hier auch, guckt euch das an, ich drehe mein ERS auf und Verstappen kommt kaum an mich dran. Hier decke ich zwar leicht ab, aber ich weiß auch insgeheim, hier wird er es nicht versuchen. Denn er wird es auf jeden Fall, wie immer eigentlich, hier an Start und Ziel probieren. Da bekommt er DRS, da bekommt er den Windschatten, den er benötigt und da bekommt er auf Turn 1, wo er reinbremsen kann. Wir haben eine persönliche Bestzeit gefahren und hier zupfen wir rüber. Ich möchte normal einlenken und Sainz hat Probleme. Perez quetscht sich durch und übernimmt den zweiten Platz wäre es gegangen. Sainz kann sich noch abdecken. Ich weiß auch nicht, warum der so Hardcore-Probleme hat. Jetzt ist es vorbei, Leute. Sainz ist vorbei, Verstappen ist vorbei und wir kommen hier nicht mehr. Ja, wir müssen einfach alles machen, um immerhin Leclerc hinter uns zu halten. Russell ist jetzt auch noch da. Jetzt wird es wirklich sehr, sehr schwierig. Beide rauf. Wollte, oh mein Gott, hier. Das ist halt wirklich so unrealistisch. Ich nehme eh schon die weißen Reifen und habe so in den Verschleiß. Links einer, rechts einer. Und es wird wirklich schwierig werden. Ich hänge mich in den Windschatten von Russell. Ich bin auch der Einzige, der kein DS hier bekommt. Und da schaffen wir die 350 und sind vermutlich sogar schneller wie Russell hier vor uns. Da können wir gerade noch so an Charles Leclerc vorbeigehen. Beim Rausbeschleunigen probiere ich hier ja alles zu geben, aber wenn ich das Gas durchdrücke, dreht es mich förmlich, das spüre ich, wie das Heck kommt. Es ist hier wirklich schwierig. Ich positioniere mich hier eigentlich gut. Wir können hier in die Kurve
So, hier können wir vorbeigehen beim Anbremsen, zieht aber Leclerc leider wieder vorbei. Und ja, ich glaube, das ist gewesen, das ist gegessen. Gasly ist jetzt auch vorbei, hinten an Russell wieder. Norrie auch vorbei an Russell, der hat da ordentlich am Boden verloren. Doch ich kann immerhin noch das DRS nutzen, das ich gegen Charles Leclerc hier bekomme, um mich da wenigstens noch gegen die Konkurrenz von hinten zu wehren. Es ist wie immer eher trostlos gewesen, dass wir hier ja das Fast-Podium leider noch wegen der fehlenden Pace verloren haben. Es ist schade, aber man kann sich ändern. Jetzt heißt es nur noch gegen Gasly hier abdenken und das sind wir ja nahezu gleich schnell. Also wirklich, das ist wirklich nur das Ticken, was ich da sowieso vorne war. Also dieser Ticken, und jetzt wird es ganz knapp, Leute. Es geht in Richtung Checkered Flag. Oh mein Gott, da drückt er noch an, aber ja, wir können immerhin diesen 7. Platz ins Ziel retten. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber er hat sich gelohnt. 6 Punkte nehmen wir hier mit als aus Monza. Es ist ja das Rennen unseres Motorlieferanten und das muss ich sagen, haben wir eigentlich gut bewältigt. Und das war's. Ein durch und durch verdienter Sieg in Italien nach einem weiteren ausgezeichneten Grand Prix. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Hier sehen wir das Ganze und auch unser Teamkollege P13. Tolles Rennwochen, also das ist die Weltmeisterschaft. Ja, 86 Punkte hier in der Konstrukteurs-WM und wir sind immerhin noch 9 Punkte vor der Konkurrenz. Das könnte, nein, Blödsinn, was rede ich denn? 12 Punkte vor der Konkurrenz und das könnte wirklich nochmal knapp werden in der Konstrukteurs-WM. Das ist der 17. Platz im Rennen. Naja. Okay, würde ich sagen. Das Qualifying war toll, im Rennen geht noch mehr. Und ja, mal schauen. Jetzt kann es nur noch besser werden. Aber jetzt kommen noch coole Rennen noch. Also wir haben zwar jetzt noch Singapur, was eher so irre ist, aber dann kommt noch Japan und dann schon Katar. Also da freue ich mich wirklich extrem drauf. Und das ist unser 16. Rennen bereits. Das ist echt ein Wahnsinn. Oder das war jetzt unser 15. Rennen und ja, morgen oder übermorgen sollte dann schon das 16. kommen und das finde ich einfach nur asozial. Diese Frage hier, wer unser Rival ist und deswegen habe ich auch auf keinen Kommentar gemacht. Ich kann keinen dieser drei Leute jemals in einem Rennen besiegen, sprich besser sein in einem Qualifying oder so und deswegen finde ich das einfach nur affig. Für heute war es das mal. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos, falls euch mein Content hier gefällt. Lasst doch gerne ein Däumchen da. Schaut euch gerne auf Social Media vorbei, links mal unten in der Bio. Bis morgen oder später und ciao.